Es ist Mittwoch, wir haben es also fast schon geschafft. Das Wochenende nähert sich mit Riesenschritten. Ich freue mich drauf, ich glaube, ihr auch. Aber fürs Erste haben wir noch einen Adventskalender, den wir lernen müssen. Heute haben wir zwei Pokémon-Booster gehabt, mal wieder. Ich glaube, das ist so das ausschlaggebende Thema beim Adventskalender. Zum einen Magic, zum anderen Pokémon. Absolut in Ordnung für mich. Ich freue mich jedes Mal darüber. Heute haben wir einmal das hier. Jawohl, Phantom Forces. Und dann in Deutsch wiederum Drachenleuchten, also Roaring Skies. Roaring Skies. Auf jeden Fall zwei der im Moment am meisten gesuchten Booster. Und ja, wir wollen keine Zeit verschwenden. Wir machen gleich auf. Wir fangen mit Phantom Forces an und hoffen dann später in Drachenleuchten auf den Shaymin EX. Den wir auf jeden Fall kriegen werden. Wahrscheinlich nicht. Also, einmal Kokarde, 1, 2, 3. Upp. Und wir fangen an mit einem Muna. Sagt mir nichts, aber trotzdem niedlich. Dann ein Chansey, das kenne ich wiederum. Ein Pupkabu. Ich glaube, das hatten wir am Montag auch, bin aber nicht mehr ganz sicher. Ein Skarmory. Ein Karrablast. Einmal Shauna. Battle Compressor. Einmal Spezialenergie Mystery Energy. Unser Reverse Holo ist ein Gengar Spirit Link, ganz cool. Und unser Rare ist ein Holo Chandelure. Sehr schön. Also wir haben mit den Boostern tatsächlich recht viel Glück. Sehr oft Holos. Jetzt nicht ganz teure, aber immerhin Holos. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Jetzt Drachenleuchten. Drücken wir uns selber die Daumen. Ich mir sowieso, aber ihr mir auch. Ja, nein, vielleicht. Schauen wir mal. Also ein EX wäre natürlich was ganz Tolles. Gucken wir mal, ob es der eine wird. Ist das eigentlich der oder? Ist es eine Sie, ein S? Es ist ein S. Ja, ein S. Okay. Bleiben wir bei S. Ein Kindwurm. Also die deutschen Namen. Okay, Kindwurm. Oh wei. Oh wei, das wird wohl nix. Ein Datiri. Pikachu freut sich schon mal. Ein Dusselgur. Die Namen. Ein Ninjask oder Ninjask. Ein Drachel. Ein Belebertrainer. Ein Belebertrainer Reverse Holo. Und jetzt. Xatu, how do you do? Ne, das war Natu. Ein Hallo an Leonard. Wer von euch ihn eventuell kennt, weiß, dass er das gerne macht. Ja, das war nix. Sagt mir nix, das war wohl nix. Man kann nicht immer gewinnen, aber ein Holo in dem anderen Pack. Ich will mich nicht beschweren. Es hat Spaß gemacht, sie zu öffnen. Und ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht, zuzuschauen. Und bis morgen dann hoffentlich.